Hallo, mein Name ist Thierry Diderot und ich bin der Komponist von Vier Elementarfantasien nach Christian Morgenstern. Das Stück wird als komplettes Zyklus während dieser Tagung uraufgeführt, auch wenn die Genese ein bisschen älter ist. Die zwei ersten Lieder habe ich schon im 2017 geschrieben für Sarah und Kilian, weil sie wollten neue Stücke nach Christian Morgenstern. Denn es gibt schon zwei Stücke von einem Komponist namens Matthias Seiber, ein Zeitgenosse von Bartok, der schon Stücke nach Morgenstern für diese Besetzung geschrieben hat. Genau, deswegen kam diese Idee, überhaupt mit Morgenstern zu arbeiten als Dichter. Und auch wenn ich fand viele Sachen nicht so interessant, weil sie einfach eine Dandy-Humor hätte, die für mich gar nicht lustig war. Aber ich habe diese vier Gedichte gefunden, die ich sehr toll finde. Erstens, weil sie wirklich immer in eine Spannung arbeiten zwischen Niedlichkeit und Gewalttätigkeit. Und das ist genau, was ich am liebsten mache in meiner Musik. Ich spiele zwischen das Schöne und das Hässliche. Zwischen das Lustige und das Finstere. Genau. Hier ist ein Beispiel von der Erdriese. Er spricht über ein Erdriese, der eigentlich das ganze Welt zerstört. Städte und Länder versinken in Trichtern und Schächten. Hörst du ihn noch? Ward er nun still? Horch, er schnarcht, wie es brummt und sägt. Nun schläft der Alte. Genau, und das ist fast wie ein Pokémon, der sich einfach aufweckt und zerstört das ganze Welt, aber am Ende ist er ganz niedlich, wenn er schläft. Genau, und auch die Idee von Rache der Natur hier ist sehr wichtig. In alle vier Gedichte spricht Morgenstern über eigentlich die Zerstörung der Menschheit und Zivilisation. In Meeresbrandung spricht das Meer zu uns und zu die Erde und sagt, eines Tages werde ich euch erobern. In das zweite, der Erdriese, habe ich schon ein bisschen erwähnt, was passiert. Und der Sturm ist heute, also in dieser Tagung, die Uraufführung. Also es gibt eine göttliche Figur, der spricht über die Mühelosigkeit, mit dem er oder sie mit Wolken spielt und auch Ströme und Stürme macht. Und in das Letzte, die Flamme, eine gierige Flamme ist so winzig, aber will alles zerstören und immer, immer größer werden. Genau, diese Bilder sind sehr kräftig, genau wie die Metapher und das Subtext, dass ich gedacht habe, wie wäre es, wenn ich wirklich ganz mit Sinnbilder arbeite. Ich bin auch Sänger, deswegen waren Sinnbilder immer für mich sehr interessant. Und dadurch ist eine Art Hypermadrigalismus entstanden. Also durch Wörter ist fast jede kompositorische Entscheidung getroffen. Es gibt also auch, aber Emojis. Also ich benutze manchmal Emojis, also kleine Zeichnungen, kleine Piktogrammen, um festzustellen, was genau ich in die Musik will. Wenn die Idee nicht mit anderen Sachen kommt, dann mache ich immer kleine Piktogrammen oder Emojis. Und übrigens, mein Text zu dieser Tagung ist genau über die Emojifikation meiner Musik. Lass uns vielleicht dieses Beispiel angucken. Es gibt hier in der Erdriese auch in zwei Takten sehr viele Entscheidungen, kompositorische Entscheidungen, die genau von dieser Hypermadrigalismus getroffen wurden. Also zuerst, wir haben in den Sopran eine große Welle und Molto Vibrato. Und wir haben die Richtung, diese Melodie, von ganz oben das ganz tief, genau wo wahrscheinlich die Meerunholden wohnen. Und dann gibt es auf Hold von Unhold, genau den Moment, wo wir wissen, dass wir von Unholde sprechen. Diese Zess, also eine ganz bösartige
Tonhöhe, finde ich. Und auch diese Emoji da. Und das ist auch für die Bedeutung, dass plötzlich, es ist sehr klar in der Stimme, dass es übel ist. Und dann im Klavier haben wir was anderes. Also ich habe über Wellen gedacht und über Kraken. Und da gibt es eigentlich ein Arpeggio, der nach oben und nach unten geht und ein bisschen schwimmt, genau wie Tentakeln. Und wir haben auch dazu das Pedal. Und das Pedal ist für mich ein bisschen wie die Tinte. Genau, also der Klavier hier bewegt sich ein bisschen wie eine Krake, ein Riesenkrake. Und die Tonhöhen sind alle dadurch ein bisschen nicht sehr klar zu verstehen, wegen der Tinte. Genau. Aber dieser Hypermadrigalismus hat auch einen großen Einfluss auf Form und Struktur. Also nicht nur auf das Mikro, aber auch auf das Makro, sodass wir das Stück nicht wirklich als Lied nennen können, aber auch nicht nach Kantate oder Szene. Ich finde, es gibt eine starke Schwankung zwischen Stil und wenn was im Takt ist oder wenn was sehr musikalisch ist oder wenn was sehr theatralisch ist, dass genau alles fließt, alles ist zwischen. Genau. Also, das ist nur eine kleine Einleitung an das Zyklus, dessen Uraufführung heute, also während dieser Tagen stattfindet wird. Und ich wünsche euch auch viel Spaß für das Stück, der übrigens im Auftrag des INMMs ist und finanziert durch die Ernst von Siemens Stiftung. Also vielen, vielen Dank und viel Spaß.